So, gucken wir mal das neue Video an. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Oh. Wird dieses Intro eigentlich jemals alt? Ich glaube nicht. Okay, sehr gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Warte mal, ich habe vergessen, richtig Hallo zu sagen. Wir sind zwar integriert, jedoch aufgrund der hohen Anzahl südländischer Zuschauer auf diesem Kanal beginnen wir die heutige Sitzung mit einem geschmeidigen Salam Aleikum erstmal. Ich mach dich fertig, Türke! Ja, aber wenn du kein Deutsch verstehst, dann überleg dir gut, was du sagst. Das ist alles hier gerade absolut ungewohnt, weil ich habe gefühlt schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr so ein Video in dieser Art hier gemacht. Das letzte Video hat ja richtig vielen von euch Angst gemacht, sorry erstmal dafür. Deswegen, bevor es weitergeht, ich wollte euch nur sagen, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ihr werdet in diesem Video hier keine Angst haben, ja, vielleicht nur ein bisschen. Ich werde mal kurz die Stimmung lockern, okay? An diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Tut mir leid. Ja, Leute, heute ist es endlich wieder soweit. Ich denke mal, ich habe so kaum Abwechslung hier auf diesem Kanal. Aber der Content aktuell ist gerade wirklich stabil. Was wir vor allem auch seit über einem Jahr, glaube ich, gar nicht mehr hatten, ist das Format, was mein Kanal Ende 2018, Anfang 2019, glaube ich, mein Kanal richtig durch die Decke gebracht. Scheiße, wie ging das nochmal? Wenn du kein Deutsch verstehst, dann überleg dir gut, was du sagst. Der Papa hat die Backen voll. Ja, meine Freunde, heute gibt es nach Monaten endlich wieder das Format Instagram-Rapper. Und ey, wenn ich diese zwei Wörter schon sage, ne, Instagram-Rapper, solche Erinnerungen kommen hoch. Digga, ohne Spaß, no front an alle Instagram-Rapper, aber seid mir ehrlich, 90% von denen sind doch Müll. Ich meine, ich kann zwar auch nicht wirklich rappen, aber wenn ich es tun würde, würde ich... Was für 90, Digga? 99%, Alter. No front. Mühe geben. Komm, Bruder, was geht? Hau mal einen 16er raus. Okay, Bruder, bist du ready? There's a place in your heart, and I know that it is love. Jedenfalls gibt es heute wieder ein Insta-Rapper-Video. Das gab es, wie gesagt, schon sehr lange nicht mehr. Tut mir bitte den Gefallen und bleibt bitte bis zum Ende dran und kommentiert dann mal, wer euer Favorit ist. Egal, ob es um Rap-Skill, Humor, Behinderung, Talent oder was auch immer geht. Glaubt mir, Leute, wir haben heute wieder verrückte Leute am Start. An alle vorkommenden Insta-Rapper, ihr wisst, ich küsse euer Herz, das ist alles nur Humor, ich liebe euch. Hatet keinen, seid einfach korrekt und ich würde sagen, los geht's. Herz auf der Zunge, los geht's. Dreh durch, brann im Einschluck von Arak. Direkt sofort Bench, du bin am Stopp, sag mal, das war kein Deutsch. Ja, ab zum nächsten. Komm heute auch ohne da. Gib es zu. Ich bin einsam, muss das sein, Mann. Habe niemand was getan. Warum muss mir sowas immer widerfahren? Hatte Pläne und Ziele, doch komme wieder vom Weg ab. Bin ich nicht stark genug oder warum erinnere ich diese Wut, die da hat? Ich küsse dein Herz, Bro. Ich wünsche dir viel Erfolg, ne? Aber das klingt einfach 1:1, wie wenn mein besoffener Onkel auf der Hochzeit Liebeskummer hat. Muss das sein, Mann. Aber wir urteilen nicht zu schnell, wir machen weiter. Was ich alles gerissen habe für Geld, ich könnte kotzen und viel zu viel verloren. Warum ich gerade außen morgen wieder diese... Er ist mies auf Beat, Digga. Er ist gar nicht auf Beat, Digga. Bruder, ich sehe, du gibst dir Mühe, ne? Aber lern doch bitte erstmal den Text. Du lern doch ein bisschen auswendig, Digga. Du bist hier voll am Ablesen und verkackst richtig. Ist einfach wie ich in... Ja, Bro, er wollte halt direkt, nachdem er geschrieben hat, sofort aufnehmen, Digga. Dritte Klasse Referat, Digga. Aber bleib dran, Bruder, ne? Ist stabil. Offiziell das Perserka 2.0. Kilos abwiegen, zu Geschäftsterminen fliegen. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Ich küsse eure Klamotten, Jungs. Man merkt Türkei-Urlaub. Cousin, Shorty hat eine geladene Uzi bei sich. Ich stell euch vor, ihr lauft da einfach so mittags am Wasser lang auf einen, ihr seht so 5 Kanaken, die so auf LSD tanzen. Euro Shisha-Muslim. Nachts in deiner Street, SUV, lass die Reifen quietschen, Ferrari. Ey, ohne Spaß, ich dachte, dieser Insta-Rap wäre richtig ausgestorben. Krass, dass ich den jetzt nochmal so höre. Ich krieg gerade richtig so 2019. Mir ist aufgefallen, ohne Spaß, wir müssen diese Generation akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass jeder südländische Junge aus dieser Generation, der so ein bisschen jünger ist, mindestens ein Insta-Rap-Video veröffentlicht hat. Erkennt ihr trotzdem diesen Spruch? Ja, Bruder, nur weil Schule nichts für dich war, heißt es nicht, dass Rappen was für dich ist. Aber scheiß mal nach, kennt ihr schon die neue Ferrari-Werbung? Lass die Reifen quietschen, Ferrari. Ich kann dir den besten Arzt empfehlen, Jesus Christus. Raus aus dem Netto, rein in das Ghetto, dicken das Weiß in den Brennpunkt, wie bei RTL die Sendung. Boah, The Return of Brock Lesnar, ich hab dich so vermisst. All eyes auf den Tupac-Poster. Ich hab übrigens immer noch Angst vor dir, ne? All eyes auf wie ein Tupac-Poster. Oh Mann, Alter. Oh, Digga. Ey, Kobe, was geht, Mann? Ey, gestern frisch hier reingekommen, heute direkt den Host. Ich küsse doch dein Herz. Ich hoffe, du hattest auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Stream. Willkommen an alle Leute hier, die von Kobe kommen. Ja, wir sind gerade eben hier ein bisschen auf Arvin sein YouTube-Video reacten. Ja, um 0 Uhr gibt es auf jeden Fall wieder Reactions von mir. Wir reacten immer jeden Donnerstag um 0 Uhr auf die neuen Deutschrap-Songs. Ja.
Ohne Spaß, ich weiß nicht, safe, wenn ich irgendwas gegen sie sage. Ich schwöre auf meine Mutter, in Deutschland stehen 5000 Kurden auf. Okay, kurz Frage, ne? Seid mal bitte ehrlich, ich habe eine Frage an euch. Stellt euch mal folgendes Szenario vor, und zwar, ihr habt die Wahl. Entweder müsst ihr Kübra einmal dumm anmachen oder einmal dumm angucken. Seid mal ehrlich, wie viele Zähne würdet ihr verlieren? SDK, LK, Razzia, alles für einen Arsch, gebe Kick. Digga, ich dachte, die ist schon längst ausgestorben, ja? Ich frag mich auch, warum sie noch keiner gesigned hat, Digga. Wie sieht's aus mit Kappi und so, Digga? Kappi featuring NG, featuring SB Kübler, wer wild, Digga? Ey, viele wissen das nicht, obwohl ich das, glaube ich, schon mal gesagt habe, aber ich war wirklich mal cool mit Kübler. Und zwar, ich habe mal mit ihr geschrieben, als ich im Zeugenschutzprogramm, auf Instagram, ich habe ihr auf Instagram geschrieben, genau. Sorry, ich vertausche hier ein bisschen die Wörter, ne? Es ist wieder heiß hier, ne? Ich werde so sterben. Unser Chat kann ich euch auch mal zeigen, und zwar, wir haben hier, achso, das falsche Bild. Ja, schöne Grüße gehen an der Stelle raus an Kübler. Ohne Spaß, werd mal wieder aktiv. Du hast in letzter Zeit nichts hochgeladen. Also nicht, dass ich dir jetzt Befehle geben will oder so, mach ruhig, was du willst. Ach ja, jetzt wäre übrigens ein guter Zeitpunkt, um mir auf Insta zu folgen. Ja, ich bin kein Genie, doch. Ey, stellt euch vor, ihr seht ein Mädchen so im Auto rappen und ihr lauft so an ihr vorbei. Gott. Wie würdet ihr reagieren? Ich oh persönlich würde sagen, ey, du geile Sau, ey, darf ich nicht vielleicht... Nein, nein, nicht du. Was, ich? Ich meine nicht dich, nein. Packt alles zur Seite, Leute. Jetzt passt auf, wir machen weiter. Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich hab Durchfall, jeden Tag Durchfall. Ich hab Durchfall, jeden Tag Durchfall. Tupac ist... Kasimir, bist du so los? Zwar gestorben, seine Seele lebt aber immer noch weiter und das tut sie in ihm. Bruder, danke, dass du Deutschrap wieder zu dem machst, was es verdient hat zu sein. Er hat ja die ganze Zeit so über Durchfall gerappt, ne? Stichwort Durchfall. Hat jemand meinen Namen gesagt? Ja, Bruder, Onochan, was geht? Wer was sagt, hat einen kleinen Schwanz. Was? Perfekt, wo waren wir? Genau, und zwar... Der Typ hat's absolut drauf, jetzt mal ohne Spaß. Ich frag mich echt, wie lange er braucht, um solch eine grenzenlose Kreativität in Form eines Musikstückes fertigzustellen. Du bist ein kleiner Gag, ich hab dich wegen einem Big Mac, wegen dir. Wieso macht der aber die ganze Zeit so, Digga? Keiner weiß. Das Ding ist, ich sehe mich irgendwie so ein bisschen in dem Typen... Nein, warte, ich muss den Satz anders formulieren. Ich sehe mich in ihm wieder. Alter, wie viel dieses Wort gerade ausgemacht hat. Und zwar, mein Musikgeschmack ist eigentlich genauso wie seiner. Ohne Spaß, er trifft es absolut. Ich weiß noch, letzte Woche. Komm, Bruder, hau mal einen neuen Song von dir raus. Okay, was willst du denn hören, Bro? Irgendwas Talentvolles. Okay, pass auf, ich nenne diesen Song Gesellschaftskritik. Das Lied ist ein esoterisches Traktat. Vorerst wegen der wunderbaren Musik, voll Glanz und Poesie. Eine volkstümliche Fabel voller Allegorik. Eine glanzvolle Verbindung nobler Ideen. Das erinnert mich an den einen Typen bei diesem Age-Ding-Interview. Der eine mit seiner Classic-Musik, Digga. Ideen und musikalischer Vorstellungskraft. Ich glaub, dein Mutter macht Gift. Ich glaub, dein Mutter, ich glaub... Wie, warte mal. Wie, das gibt eine Drill-Version davon. Wie, es gibt einen Remix davon. Halt's Maul. Nein! Deine Freunde zu Hause bei der Mann. Bei der Mann. Ey, Jay! Ich war gestern mit deiner Mutter. Und sie hat die geblasen. Aber ich wollte nicht. Weil das ist Haram. Ich glaub dein Mutter, 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 dein Arsch gefickt. Bei der Mann. Oh Mann. Ich glaub dein Mut, ich glaub dein Mut. Das muss ich auch mal hören. Oh nein, nicht die schon wieder. Oh nee. Hat die sich jetzt auch so ein Monte-Tattoo gemacht oder was? Oh mein Gott, nein, sie ist zurück, Leute. The Return of the abgebrochene Deutschkurs. Gott. Also nur so, Chat. Die hat hier 5 Kilo Hantel in der Hand und mit denen rappt die, Digga. Soll mich bestrafen, wenn ich jetzt im Ramadan lüge. Ich habe kein Wort verstanden, kein einziges. Ich hoffe übrigens, ihr fastet alle, ne? Jus, Ramadan ist der schönste. Ja, normal. Das alles Gehirnwäsche. Aber ey, was soll diese Hantel hier ohne Spaß? Eine dachte, die macht neue McFit-Werbung hier. Das muss man mir lassen. Ich bin hübscher und stärker. Das Ding ist, ich will hier niemanden fertig machen wegen irgendwelchen Deutsch-Skills oder so. Weil man merkt ja, denke ich, an meinem Aussehen, dass ich selber nicht so der Deutscheste bin. Aber in meinem deutschen Freund...
Ah, Digga, halt Small Arvin, Digga. Der eine hat Abitur, seine Mutter gefickt, Digga. Er sagt, er kann kein Deutsch. In meinem Kreis bin ich eigentlich echt richtig gut integriert, muss ich wirklich sagen. Meine deutschen Freunde haben mir sogar voll die coolen Spitznamen gegeben. Ja, sogar das Finanzamt, die nennen mich einfach jedes Mal Steuerhinterzieher. Jalla, ich kauf dir Schmuck von Steuergeld. Okay, Leute, das reicht. Es war das Schönste wieder, ohne Spaß. Ich habe die Insta-Rapper richtig vermisst. Auch wenn mein IQ gerade gesunken ist, hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Falls das der Fall ist, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, ja? Kommentiert mit eurer Lieblingsdönersoße. Passt auf euch auf und vergesst niemals. Der Gute darin ist.